Das sind jetzt die Sachen, die wir benötigen. Einmal Zucker, eine Tasse. Einmal ein Löffel mit Salz. Einmal Zitrone. Könnt ihr normale Zitrone nehmen oder halt wirklich diese in abgepackten Behältern. Und einmal etwas Wasser. So, diese Sachen benötigt ihr im Nachhinein. Entweder ein Behältnis, wo ihr das später reinmachen könnt, beziehungsweise Folie, damit ihr die Masse einwickeln könnt. Und einen Löffel zum Rühren, beziehungsweise auch zum Rausnehmen aus der Pfanne. So, jetzt zeige ich euch einmal, wie man das jetzt zubereitet, dieses Wachs. Und dazu nehme ich dann erstmal eine Pfanne oder einen Topf. Den mache ich schon mal heiß. Dann nehme ich erstmal den Zucker. Dann nehme ich das Wasser. Dann die Zitrone. Salz. Ihr könnt gerne noch ein bisschen Zucker was dazu machen, wenn das noch zu flüssig sein sollte. So, immer schön rühren die ganze Sache. Nicht, dass er an einigen Stellen halt anbrennt oder irgendwie so. Schön gleichmäßig, bis die ganze Sache eine bräunliche Farbe herbekommt. Daran seht ihr, dass es halt geliert bzw. karamellisiert. So werden im Übrigen auch eigentlich Bronze hergestellt. Es gibt auch Konzentrate, ja, sich zu besorgen, zum Beispiel auch für Seifen oder wenn man selber sich Kosmetik herstellt. Und dann kann man natürlich darin auch Gerüche reinmachen, wie Zitrone oder Orange oder Frucht, wie man möchte. Das könnte man natürlich hier auch noch machen. So, wie ihr sehen könnt, wird es jetzt schon gelblich, bräunlich. So, wie ihr sehen könnt, ist es jetzt fertig. Dann schalte ich jetzt einfach mal runter. Dann nehme ich jetzt ein kleines bisschen Wasser und ich habe dann einen Untergrund, zum Beispiel halt Holz. So, jetzt nehmt ihr eine Unterlage, die mache ich jetzt ein bisschen nass. So, jetzt ist die ganze Sache ziemlich abgekühlt. Ihr seht, das ist sehr, sehr karamellisiert. Als nächstes werde ich jetzt meine Hände nass machen. Wichtig ist wirklich, dass ihr das alles in Bewegung haltet. Also immer rühren, rühren, rühren. Ziemlich schon fest geworden. So, jetzt mache ich meine Hände einmal nass mit Wasser. So, und außerdem kippe ich dann ein kleines bisschen was gleich drüber, damit ich halt die ganze Masse auch in die Hand nehmen kann. So, den habe ich schon. Der andere. So. So, wie gesagt, danach schön im Wasser liegen lassen, damit sich das alles wieder auflösen kann. Das halte ich jetzt einmal ganz kurz unter kaltem, fließendem Wasser. Und während es unter dem Wasser ist, knete ich es gleich, damit das halt abkühlt und fest wird. Dadurch wird es meistens auch gleich ein bisschen heller. So, jetzt müsste es richtig die richtige Konsistenz haben. Jetzt knetet ihr das so lange und zieht es auseinander, bis das eine helle Masse wird. Das ist das gleiche Verfahren wie halt beim Bonbon machen. Wie ihr sehen könnt, ist hier schon der Unterschied zu sehen. Durch das Ziehen wird es halt heller. So sieht jetzt das Wachs aus, wenn ich damit fertig bin. Zum Verpacken nehme ich mir einfach eine Folie
nehme mir das ab, was ich benötige. Und dann wickle ich das einfach ein und verschließe das einfach luftdicht. Die Folie habt ihr halt den Vorteil, dass ihr es halt wieder rausnehmen könnt.